been feeling so hollow. Don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. Was geht ab, liebe Leute? Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Spanien, aus Almería. Und wie ihr jetzt, glaube ich, schon sehen könnt, erwartet uns gemeinsam heute ein äußerst, äußerst geiler Tag. Ne? Ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Wir sind jetzt an der Rennstrecke angekommen. Es ist noch früh, aber das entschädigt für alles. Schaut euch an, was wir hier für einen Fuhrpark haben. Tobi! Das ist meine Ansage, ja? Das ist meine Ansage, ja? Da kommt Freude auf. Wir haben heute 3 verschiedene Autos. Wir haben den 488 GTB, wir haben den Porsche GT3 und den Carrera S. Diese 3 Autos werden wir heute vielleicht nicht alle fahren. Ich hoffe auf 2. Ich denke, ihr wisst, welche 2. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Vielen Dank, Michelin, für die Einladung. Sehr, sehr schön. Und jetzt lasst uns einen geilen Tag haben. Ihr habt noch so ein Ding mit Gelb mit 3 schwarzen Punkten drauf. Das ist ein Comedian hier, du. Ha? Vergeht das Lachen schon noch. Die Strecke geht. Guten Morgen, wie geht's? I thought you were hiding. Habt ihr gut geschlafen? Sehr gut. Gut. Also, Daniel, das ist für dich. Und dann das Geschenk. Ist Gelb gut oder schlecht? Gut. Okay. Also Leute, ne, wir sind jetzt eingeteilt worden. Ich habe es im letzten Video euch schon kurz erklärt. Ich erkläre es euch nochmal, falls ihr das letzte nicht gesehen habt. Wir sind eingeteilt in Gruppen, A3 Fahrer. Und meine Gruppe ist Spa-Francorchamps. Ist auf jeden Fall eine schöne Strecke. Ich mag Spa sehr gerne, deswegen wird es auf jeden Fall ein cooles Team. Einer aus meinem Team hockt jetzt schon im Porsche GT3. Ich habe geile Neuigkeiten. Deswegen merkt ihr vielleicht auch, ich bin richtig gut drauf gerade. Wir starten mit dem Porsche GT3 und dann kriegt der Daniel noch den Ferrari. Das heißt, wir haben genau die 2 Autos, die der Daniel haben wollte und dürfen beide fahren. Ist das geil oder ist das geil? Ich bin echt gespannt, wie die sich vergleichen werden. Natürlich, der Ferrari wird das schnellste Auto sein, aber das Porsche Handling ist natürlich schon auf der Rennstrecke auch immer was, auf das man sich sehr freut. Also für mich beides Autos, die ich noch nicht gefahren bin, deswegen sehr, sehr geil. Und ich habe jetzt erstmal Coffee Break von Zuschauern, hoffe, das Auto kommt ganz. Die Cindy ist schon aufgeregt, ihr seht schon, die fuchtelt mit den Armen rum im Hintergrund, also läuft alles. Wir haben unser Programm, ne? Hier. Warm-up Laps, fahren wir um 9:30 Uhr. Get the pleasure, start your engines und Lunch. Ganz wichtig, Lunch. Dann Fotofinish. Ja. Das ist eigentlich eine perfekte Gruppe, ne? Weil natürlich ja. Kacke, wenn du Lunch hast und dann zum Fahren musst. Also wir haben wirklich das perfekte Timing, ja, bis jetzt läuft. Mal einmal noch hier rumfilmen, dass die Leute das nochmal sehen, wie also eine geile Aussicht das ist. Ja, ja, brutal. Das ist, glaube ich, unsere hier, oder? Nee, täusch mich, warte mal. Wo ist denn unser Auto, unser Mann? Aha. Der Weiße geht sie dran. Was, unsere? Das ist unser. Der Weiße. Der Weiße. Also wir ganz, fangen ganz vorne. 3 Runden als Beifahrer, dann 4, 5 Runden du als Fahrer. Okay. Für die Warm-Up-Session wirst du GT3 fahren und danach für die Ab- und Reifendruck-Session wirst du Ferrari fahren. Wir fangen an nur mit einer 3,8 Liter GT3 und enden mit einer 488 GTB und 670 PS. Boah. Nur 760 Newtonmeter Drehmoment. Krass. Nur? Nur. Könnte schlimmer laufen, würde ich sagen. Ja? Mega. Und du kannst jetzt dich hinsetzen. Dann steige ich jetzt ein und freue mich. Komm mal mit, Leute. Steigen wir mal ein. Ja, Tobi, muss ich mich jetzt leider verabschieden. Ja, ne? Alles klar. Wir sehen uns gleich, Leute. Kurzer Zwischenstopp, wir müssen noch einen Alkoholtest machen. Machen alle, muss man dazu sagen. Ne? Liegt nicht an meinem Aussehen. Was ist Grenze bei euch? 0,0. Slowly, slowly, again, 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 again. Okay, okay. Verdikt. Was sagt dann? 0,0. 0,0. Geschafft. Ja, ich hab schon Rekorde. Ja? Und, bist du am Filmen? Ja, also, musst du so schauen. Ein guter Rekord gemacht. Wenn du das nicht aufkommst, du nicht mehr zurück. Okay. Okay. Willst du das schaffen? Okay. Ich bin ganz nervös, aber ich schaff das. Bleib ruhig, atme gut durch. Obwohl ich 0 Promille habe. Okay.
ist das geil, Leute. Selbst beim Nebenherfahren, ne? Ich bin das ja nicht gewöhnt. Es fühlt sich so schnell an, es fühlt sich so gut an. Das Auto liegt, die Strecke ist super cool, voll anspruchsvoll, wenig Auslauf. Also hammergeil. Hammergeil. Jetzt ist Daniel Abt am Lenkrad. So Leute, wir fahren jetzt. Gefällt dir diese GT3? Wow. Mega! Richtig, richtig schön. Wirklich. Mir ist auch echt warm, ne? Ich bin richtig ja? Warm. Ja. Ja, du hast richtig gearbeitet. Wow. Wahnsinn. Hammer, macht richtig Spaß, das Auto zu bewegen. Ja, und auch für einen Profi macht es richtig Spaß. Voll. Mega. Es ist alltagfahrbar, einfach für einen Anfänger zu fahren und auch sehr viel Spaß für uns. Absolut. Oh yes, Baby. Jetzt ist mir warm. Ich glaube, mir hat es hier das Blut abgeschnürt. Was ein unfassbar gutes Auto. Es liegt wie eine Eins. Es macht so Spaß. Diese Strecke ist so technisch und so anspruchsvoll. Also Hammer, ne? Es war viel zu wenig, um da jetzt voll am Limit zu sein, überall. Aber einfach ein Gefühl fürs Auto zu bekommen und ich habe richtig Spaß. Ich hoffe, ihr seht mir das an. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Was ein geiler, genialer Tag. Und jetzt kommt ja noch der Ferrari. Ne? Also das wird schon auch nochmal eine richtige Hausnummer. Und ich hoffe, dass ich dich auch noch mitnehmen darf. Ja, ich wünsche es mir. Ja, ja, irgendwie auch. Hammergeil. Zum Heizen und zum Ballern und zum Reifen unterfahren, sondern auch um was zu lernen. Denn eigentlich der Grund, warum wir hier sind, hier, das ist das neue Produkt von Michelin, dieses Track Connect. Ich habe es im letzten Video schon mal kurz angeschnitten, aber jetzt wollen wir das natürlich mal wirklich auf der Strecke erleben. Das heißt, diese Reifen haben Sensoren mit drin. Ne? Das schaut genauso aus wie das hier, was ihr hier seht. Die werden hier in die Reifen integriert. Die senden dann ein Signal an dieses Ding. Das legt man einfach irgendwie in die Mittelkonsole rein am besten. Dort sollte man es positionieren. Und das wiederum sendet dann ein Bluetooth-Signal aufs Handy.
Und das Handy sagt dir dann, okay Kollege, du bist in einem guten Temperaturfenster, der Luftdruck passt, gibt dir Ratschläge, sagt, pass auf, verringere deinen Luftdruck um so und so viel, du kannst Strecken sehen, du kannst alles mögliche. Also es ist relativ, wirklich relativ cool gemacht, die App schaut sehr, sehr gut aus, wir testen sie auch gleich und das ist der Grund, warum wir hier sind und ich finde das wirklich eine gute Sache. Also ich glaube, dass es richtig cool ist, aber wir erleben es gleich und werden es dann fahren und das wird unser nächstes Auto. Trommelwirbel? Achso, warte mal, Trommelwirbel? Boom! Das war der James, ne? Ihr könnt euch erinnern, so klein ist die Welt. Wir haben uns erstmal getroffen vor ein paar Tagen, jetzt treffen wir uns wieder. Aber ich glaube, wir kriegen jetzt auch neue Schlappen drauf, damit wir jetzt gleich richtig angasen können mit dem Ferrari. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Jetzt fahren wir den 488 GTB 670 PS V8 Biturbo. Das Ding geht richtig ab. So. So, also wir fahren jetzt auf die Strecke raus. Die Schlappen sind neu. Wir haben jetzt die App gestartet. Die sagt uns jetzt, auf dieser Strecke mit dem Reifen, mit diesem Auto, zwischen 2,1 und 2,3 Bar ist optimal. Vorne sowohl als hinten. Und ich freue mich jetzt. Wir ballern und schauen gleich, wie es sich anfühlt. Fahren wir gerade die Cooldown-Lap, ne? Lassen alles abkühlen. Wir sehen gerade, wir haben jetzt 3 Bar auf der Vorderachse, was natürlich viel zu viel ist, ist aber jetzt auch ein bisschen gewollt, um einfach das Fahrverhalten zu spüren und zu sehen, hey, das untersteuert jetzt relativ stark und jetzt werden wir den Reifendruck gleich anpassen und dann es nochmal probieren. Was ich sagen muss, das Auto an sich, es macht sehr viel Spaß, aber im Vergleich zum Porsche gefällt mir der Porsche definitiv besser. Die Beschleunigung ist natürlich super in dem Auto, aber er regelt extrem viel weg. Also du kannst wirklich kaum ans Gas gehen. Sobald du ein bisschen Lenkwinkel hast, nimmt er dir enorm viel Leistung weg. Und auch in den Kurven selbst hast du deutlich mehr Unterstellung mit dem Porsche. Der fühlt sich da einfach ein bisschen stimmiger an. Deswegen, bis jetzt geht die Nummer definitiv an den GT3. So, erzähl dir das hier, ne? Also alles rot heißt Luftdruck kacke, wir müssen was tun. Das ist echt etwas, das man total oft unterschätzt, ne? Reifendruck, das ist wirklich krass, wie sehr man das merkt.
Wir reden immer über alles Mögliche im Tuning, aber viel zu wenig über den Reifen, der einfach so viel ausmacht. Und das werden wir jetzt mit Sicherheit gleich mehr. Ja, wie die Oma sagen würde, alles im grünen Bereich, ne? Alle Dude. Ist krass, man hat es jetzt echt gemerkt. Ne? Wir sind jetzt mit 2,1 Bar reingekommen und zwar deutlich weniger untersteuern, aber es war immer noch nicht so, dass ich sage, es ist so gut wie der Porsche. Man muss jetzt fairerweise sagen, dass wir hier mit dem Ferrari diesen Race-Modus fahren. Das heißt, du hast schon auch noch die Möglichkeit, die Traktionskontrolle komplett auszuschalten. Dürfen wir jetzt hier aber nicht. Und in diesem Modus, für mich, hat das nichts mit Race zu tun. Das ist super viel, was er wegnimmt. Er untersteuert sehr viel. Also der Porsche ist auf jeden Fall die Hausnummer. Und zum Abschied, um den Tag abzurunden, fahren wir jetzt noch eine Runde gemeinsam und der Tobi fährt auch mit. Freue mich drauf. Mega. Bis gleich. Daniel, son. So Leute, die letzte Fahrt des Tages. Und am Schluss ist ja meistens am schönsten, ne? Weil jetzt ist der Tobi mit am Start. Yes. Freust du dich? Mega mäßig. So, jetzt geht's los. Ja. Ich muss mich selber so konzentrieren, dass ich kaum was sagen kann. Ich habe jetzt wirklich versucht, am Limit zu fahren. Leck mich im Arsch. Du hast richtig gemerkt, dass das Auto schon ein bisschen platt gefahren wurde, die Runden davor. Und einmal kam er richtig. Ich habe echt gedacht, du schaffst es nicht, dieses Auto zum Ausbrechen zu bringen. Und ich habe es so richtig provoziert. Und dann kam er aber ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Hast du gehört? Der war so ein bisschen kurz am Rudern. Das waren die Tage hier in Spanien. Vielen Dank auf jeden Fall an Michelin. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Tobi. Danke, dass ihr dabei sein durfte. Mega cool. Ja. Ja. Einmal wollte ich es nochmal sagen. Ja. Mega cooles Erlebnis, doch. Waren zwei wunderschöne Tage. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, wir verabschieden uns und bis bald. Haut rein. Ciao. Warte, er hat nicht geblimmt. Nothing can stop me, I'm all the way up.